bin das erste Mal selber da mit einem eigenen Stand. Cheers! Tier. So, ah, das war eine scheiß Idee. Kaviar, Junge. Häppchen vor den Riesensteaks. So, wollen wir mal. Habt ihr das Video überhaupt bis zum Ende geguckt? Natürlich. Alter, Leute. Wollte, der gute Mann hat mich eingeladen an einen See, den er dieses Jahr offiziell eröffnen wird. Leute, seid gegrüßt zum neuen Vlog von mir. Wie soll das anders sein? Ich bin gerade auf dem Weg zur Messe nach Berlin, Carp Expo 2023. Natürlich werde ich das alles wieder begleiten mit der Kamera. Ihr dürft gespannt sein, was da passiert. Auf jeden Fall wird das mal ein anderer Einblick sein, wie so eine Messe abläuft, weil ich selber Aussteller bin. Ich bin das erste Mal selber da mit einem eigenen Stand. Und wenn ihr natürlich immer mal up to date sein wollt, was gerade bei uns Phase ist, geht einfach mal bei Instagram auf unser Profil, drückt auf Abonnieren und dann könnt ihr das in den Stories verfolgen. Wir haben letzte Nacht bei mir in der Halle gepennt, gestern alles gepackt, völlig überbeladen. Wir haben über 2 Tonnen Pillen dabei. Das, glaube ich, wird eine richtig fette Show, weil die Resonanz, was ich so mitbekommen habe über die Social Media Kanäle, wird die Messe gut besucht sein. Die Jungs im Osten, die wissen immer sowas zu schätzen. Das macht mir immer sehr viel Spaß, hierher zu kommen. Mal gucken, wie euch der Zusammenschnitt gefällt. Bin gespannt, wenn ich jetzt gleich alle schon treffen werde beim Aufbauen, weil wir werden gleich erstmal aufbauen, die ganze Geschichte. Hinter mir sind die anderen Jungs. Wir sind mit 3 Autos, wie gesagt, unterwegs. Das wird fett. Das wird einfach nur fett. Also, viel Spaß mit dem Zusammenschnitt von dem Vlog. Bis später. Da hinten ist die heilige Halle. Ah, ich glaube, wir haben noch Glück. So viele Leute sind noch nicht da. Der Ansturm kommt meistens immer am Mittag. Da haben wir auf jeden Fall noch Luft und Zeit, alles reinzuzerren und vernünftig aufzubauen. Geil. Ehrlich, da sind die Nestjungs. Da stehen auch überall Autos. Mal gucken, dass wir uns hier mal zwischendrängeln. Und dann ist gut. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ne? Ich wollte euch jetzt eigentlich alles zeigen, wie wir hier aufbauen und machen und tun, aber der von Carport, der muss immer angeben, dass er meine Telefonnummer hat und der hat natürlich keine Zeit gehabt, mal zu melden. Wir haben es aber geschafft, der Stand steht, dass das ganze Stuff, das so vorgestellt ist und auch da hinten, aber wir haben sogar ein bisschen Butterfisch dabei. Da hinten ist Jan. Morgen werdet ihr mich da finden und wir haben was ganz Cooles haben wir uns einfallen lassen für euch, weil wenn ich der mal nicht da drüben bin bei Korda, dann machen wir einfach so. Geil, ne? Dann komme ich rüber. Hier wird auch noch fleißig aufgebaut. Wir haben mal wieder den Stand gerettet, wie immer. Weil wir faulen Teamangler wieder nichts gebacken bekommen, muss einer aus dem Office kommen und uns helfen. Der ist das erste Mal bei uns mit auf Stand. Das wird lustig, Leute. Der ist bestimmt völlig im Arsch nachher. Denke. Ja, den kennt ihr ja auch, ne? Der hat ja in Carp den Bosch nicht viel mit uns geredet, weil er war zu busy. Andi ist auch langsam ein bisschen müde aus. Ich bin auch müde. Ich bin um 3 Uhr morgens aufgewacht heute und dann erstmal hierher geflogen. Und jetzt haben wir 5-6 Stunden aufgebaut. Also ich freue mich schon auf was Gutes zu essen. Das ist Poschmann, sein Privatchauffeur. Geh weg. Den kennt ihr ja. Geh weg. Der große Naturseeritter hier. 12-Beat-Superstar. Ja. Er ist immer ganz bescheiden, wird er ganz rot. Er hatte wieder Promi-Status. Ihr kennt das, ne? Hat er wieder bekommen. Ja, Promi. Auch via VIP-Ticket hat er reinbekommen. Ja, er hat doch dieses Jahr das Einzelzimmer. Richtig, was? Ja, warte. Was? Aber hier, wir haben eigentlich ganz geile Sachen dabei. Wieder die ganz neuen Puffer-Jackets sind dabei. Regenjacken sind dabei. Die Kühler sind dabei. Ist eigentlich alles dabei. Von Korda, wie immer. Aber ich werde jetzt erstmal rübergehen zu mir, weil ich kann ja nicht nur immer für Korda Werbung machen, muss auch mal für mich Werbung machen. Ja, alles dabei. Geile Messe-Bundles. Überall, wie man sehen kann, Pillen. So, ich bin auf jeden Fall auch mega am Arsch. Ich werde jetzt meine Sachen nehmen und dann duschen, essen, schlafen. So, bis morgen auf der Messe. Da werdet ihr auf jeden Fall ein paar mehr Eindrücke bekommen von mir. Tut mir leid, dass ich das heute nicht ganz so geschafft habe, wie ich mir das vorgestellt habe. Guten Morgen, Leute. Heute ist Samstag, der erste Messetag. Ich bin mit jemandem aus dem Lager zusammen unterwegs. Hier war ich im Zimmer. Wir wollen mal gucken, die anderen sind frühstücken. Caller ist ja immer ein bisschen später. Die anderen sind mal wieder alle durch. Die haben alle Gleitzeit, die Studenten. Und dann stehen die wieder, sitzen die alle wieder. Die Nährstoffe sind auch da. Geht's euch gut? Natürlich, Junge. Natürlich war die Paletten am Schluss übrig. Ich hab schon erzählt, die haben wieder Gleitzeit. Die haben wieder alle ausgeschlafen. Hattest du auch? Ich war bei dir nicht anders. Ah, nee, du hattest ja Dave. Ach so. Nee, ich bin ein bisschen früher aufgestanden wie ihr, so um 3:30. Hast du überhaupt geschlafen? Und dann bin ich ein bisschen spazieren gegangen. Echt? So schlimm? Spazieren, Alter? Was ist mit dir? Hast du mal gesehen? Weißt du, kannst du dir vorstellen, wie Dave schläft? Oh!
Ah, okay. Ich sag nichts. Hi, Dave. Ich werde jetzt mal mich umziehen und dann werde ich mir ins Auto begeben. Ich werde schon mal früher ein bisschen losfahren. Ich nehme Andi mit und dann melde ich mich gleich aus der Halle wieder. So, angekommen bei der Halle. Guten Morgen. Und wie immer, ganz tüchtiges Dreckswetter zur Messe. Andi, hast du Bock? Ich hab Bock, auf jeden Fall, ich bin motiviert, Mann. Gucken, lass mal rein, ey. Es sind ja auch schon viele Leute da, wenn man mal guckt. Hier hinten, aber geht doch erst um 9 los. Ich sag dir, es wird total voll. Wir werden da jetzt mal reinrennen, das werde ich mal hier so ein bisschen begleiten. Dann gehen wir mal an einer Menschenmasse vorbei. Ja, dann natürlich mal wieder der Akku schlapp gemacht. Ich habe Lenny abgezogen bei mir vom Stand, weil der stand dann immer nur rum wie so eine Vogelscheuche. Der muss erstmal hier ein bisschen mithelfen, der muss erstmal seine Spuren verdienen. Ja. So, aber nur mal so zur Information, Korda hat wieder echt aufgetackelt dieses Jahr hier. Mal anders wie sonst die letzten Jahre. Wieder so, sagen wir mal, gehabt den Bosch bloß in klein, aber alles ist am Start. Besonders hier die Jungs mit Gu wieder, ne? Das sind immer die Neuen, ne? Die Neuen müssen immer Gu machen. Ich hab damit kein Problem. Die Neuen müssen immer Gu machen. Mit diesem jungen Mann habe ich in einem Zimmer geschlafen. Er ist The Machine, nenne ich ihn immer noch. Nicht wegen Schnarchen, wegen Arbeiten, Alter. Jetzt mal, wenn die anderen Außendienstvertreter sehen von Korda, schneidet euch da mal eine Scheibe von ab. Ja, weißt du, da ist er ja schon wieder. Was ist denn los hier? Ne? Aber wir haben auch schon wieder einen Post von dir gesehen. Was ist denn los mit dir? Ja, du stehst auf mich, ich weiß. Nee, was ist da? Hast du mal ein bisschen Geld springen lassen oder was? Reich und berühmt, Alter. Na klar, reich und berühmt. Den sagt der Bolli-Millionär. Oh, der Bolli-Millionär ist hier unterwegs. Leute, das ist ein Running-Gag. Ne? Damals ist er angefangen und alle machen sie damit weiter. Ja. Der Stand ist echt schick geworden. Aber es reicht jetzt mal immer für Korda-Werbung zu machen. Ich zeige euch jetzt auch mal meinen Stand. Nur mal so zur Information, weil ich habe ja auch meinen Stand dabei. Bloß eben halt, ich bin ja nie da. Muss ja hier stehen. So, da hinten, so ganz in der Ecke eingefärcht. Hier sind ein paar Besteller. Mahlzeit! Guck mal, ein bisschen ist hier auch schon was los. Moin! So, ich muss jetzt einmal den Jan Brauns noch mal ein bisschen ärgern. Jan hat ja geschrieben beim letzten Mittagstisch oder irgendwas, wir müssen ja einen Bohnenkamm trinken. Ich habe aber morgen Einkauf und den nehme ich jetzt natürlich mit. Das mache ich so. Oh, was haben wir hier? Bohnenkamp. Was jetzt? Du schreibst es bei dir unter, wir müssen ja noch einen saufen, dann bringe ich den natürlich mit. Ey Junge, da hinten bei euch ist ja, hat er ja verloren, Ecke. Oder? Kommst du schon mit dem Schnaps um die Ecke? Ja, das soll ist doch. Ja, wir beide, wir haben noch keinen zusammen getrunken. Nee, auf gar keinen. Sascha, was ist denn los? Sascha! Ey! Kommst du mal bitte her? Wo ist mein Weißwein? Wo ist mein Weißwein? Du, kein Thema, ich rufe jemanden an, der holt was. Ja. Dann, bin ich dann schieben wir dich heute Abend aber hier raus, das sag ich dir. Komm, einer. Du? Schaffst ja, du das? Ja, ich hab hier geholt. Verträgst du sowas? Halb 10. Ja und? Sascha, du bist auf einer Karpfenmesse. Will noch einer ein? Das kann man doch nicht nüchtern ertragen. Will noch einer ein? Nö. Jetzt komm, mal. Rot auf. Hier. Komm mal jetzt mal ein bisschen gute Laune hin. Er ist ausgegangen, dein Display. Nee, ist nicht aus. Das ist normal. Komm her, du Schnapskopf, mach auf. Ich muss erst mal. Ja. Jetzt ist es soweit, jetzt muss ich doch noch einen Bohnenkamm trinken heute. Ja, das glaubst du wohl nicht ernst, dass es heute der letzte war, ne? Cheers! Tia. So, 27. Gibt ja auch diese angefeuchteten Pellets schon, gell? Ist das widerlich. Ist das widerlich. Hä? Ist das widerlich. Hier ist noch einer. Ja, für dich, nee, für schlechte Zeiten. Dann nimm den für deine Mannschaft mit. Nein, die können nichts ab, alle, hör auf. Das haben nur die jetzt lieber gemacht. Ah, das war eine scheiß Idee. Ich weiß jetzt schon, das wird ganz wild. Wenn man mal guckt, hier der Eingang. Und draußen ist so eine riesen Meute. Was glaubst du, wie die Messe wird? Fantastisch. Jetzt kannst du mal ein ordentliches Statement abgeben, die kleine Pornostar. Alter, Mann, halt mir nicht immer die Kamera ins Gesicht. Also bist du sonst nicht so schüchtern? Was willst du, was glaubst du, wie wird die Messe? Ich glaube, bis jetzt wird ziemlich übel, wenn ich ehrlich bin. Aber es wird cool. Ich hab Bock. Christopher aktiviert in meinem persönlichen Video. Etabliert ist. Mega. Einer der besten, den du kaufen kannst. Wir haben ja nämlich ein Muster mitbekommen. Die werden jetzt auch bald lieferbar sein. Na? Das sind die richtigen. Weißt du, der soll hier arbeiten und was ist? Der steht hier wieder und trinkt Cola. Beratung. So, aber nutze ich. Jetzt haben wir genug hier bei Korda rumgeschmubuckelt. Dann wollen wir noch mal gucken, was hier drüben los ist. Hier, die Tracker-Jungs sind auch am Start. Ne? Haben wir das nicht schon mal gehabt? Nein. Guck mal, der Klaus ist auch am Start. Klar, ich zeichne fleißig aus. So billig bist du für eine Nacht? Ja, ich weiß auch nicht. Oh, Klaus, du machst mir Sorgen. 179,95 die Nacht. Mit Happy End. Ich komme aus Thailand, ja? Ich mag sehr gut Massage. Ich glaube, ich werde mich mal da hinten jetzt ein bisschen zugesellen und nachher ein bisschen weiterfilmen, weil es ist echt viel los hier und das gibt nachher nur Theater, dass ich hier am Stand bin. Aber er wird nachher weiterlaufen mit der Kamera. Das haben wir schon besprochen, damit er hier das ganze Messegeschehen ein bisschen einfängt. So, traut euch! Wir sehen zwar nicht so gut aus, aber
Gib mal ein Statement ab, was hier passiert. Ne, zieh den Pulli aus! So, letzter Messetag. Ich wollte mich eigentlich früher melden. Es ging nicht. Wir haben uns echt die Bude eingerannt hier. Und Max, der muss ja wieder mal komplett durchdrehen, weil er muss das Einhorn spielen. Max, weiter hier jetzt, hopp! Hey, bleib mal stehen! Schnell, Silberwind, schnell! Herrlich. Haben Sie gestern gut die Nähe zerbraucht? Hast du es gesehen? Ja, ich war ein bisschen neidisch. Wir haben danke an den Kunden, der bei uns am Stand war. Der hat uns den Kaviar überreicht mit dem Räucherlachs. Das war, Alter, beste Ware. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Er hat uns einfach so eine Tüte in die Hand gedrückt für euch heute Abend. Ja, mega. Allein. Packt es zu Hause aus. Da war in der Tasche mit Eis drin, alles Pickel. Wir haben hier Kaviar, Junge. Häppchen vor den Riesensteaks. Ich würde mal sagen, der Brauns hat es geschafft. Weißt du, bei mir gab es gestern Abend für Stäbchen, Alter. So nutze ich immer mal eine Runde drin. Und wie war, was der Messeeindruck gewesen ist? Ja, super. So Leute wie mit dir macht es ja Spaß, ne? Ja, Wahnsinn. Wenn alle so wären, Björn. Ach so, komm, wir haben schon eine geile Reihe, haben wir hier. Ja, stimmt. Ne? Ja. Wir haben echt, ich würde mal sagen, das ist die geilste Reihe hier. Ich dachte jetzt mal was in die Kamera. Du weißt, das ist kein Zufall, dass die Reihe so ist, ne? Nichts ist Zufall im Leben. Nee, Sibbe weiß, was er will. Und Sascha, was sagst du zu dem Messerlebnis gestern? Ja, war voll, ne? Also ich bin ja das erste Mal hier in Berlin und hat super funktioniert und hat Spaß gemacht. War auch krass, ne? Ich habe mit Sibbe gesprochen, 3500 Besucher gestern. Das ist eine Hausnummer. Und der Vlog wird wahrscheinlich vorher online gehen. Sascha hat am 18. März, hat er bei sich da im Laden noch so ein kleines Special laufen, weil die Kinokarten von Felix verkauft. Und da ist Jan mit am Start. Also lasst euch mal in Hamburg sehen. Sascha freut sich. Guck mal hier, die Poseidon-Jungs sind auch am Start. Wo ist der Chef denn schon wieder? Hinter dir. Ach, da ist er. Hat er sich wieder versteckt. Hallo. Na, wie ist gelaufen gestern bei dir? Es war super. Mega. Mit Bock an der Seite, die ist richtig gut. Also hier, ganz schön Honig im Bart, ne? Oh mein Gott, ich muss ja aufpassen, dass ich hier nicht ausrutsche beim Laufen. Mit dem Duft der Brockebeets in der Nase den ganzen Tag, ganze Abend. Also ich weiß, Jan wird deine Bobbins jetzt nicht mehr fischen. Alle, Block, ne? Das kriegt man schon, ich sag das Gleiche beim Jan. Hier, Bibi-Light auch am Start. Letztes Mal habt ihr die ja auch schon gesehen. Wie immer bei jeder deutschsprachigen Messe dabei. Made in Germany, denk mal drüber nach. Besser wie asiatischer Schrott, ne? Nur mal so drüber nachdenken. Ich werde mal gucken, ob ich den Andi finde von HZ Baits. Weil der war gestern wieder so gut drauf. Der war so im Fahrwasser, dass man mal gucken muss, was da los ist. Guck dir das an, hier Heimspiel. Heimspiel für den Andi. Guck mal, Benni habe ich auch gefunden. Was sagt Benni? Also gut, was los hier bei Messe? Ah, das ist geil. Jetzt ist die Linse wieder verschmiert. Und Andi wieder nüchtern? Der hat sich ja nicht mal die Haare heute gemacht. Weißt du, wann der gepennt hat? Hier ist so viel. Mütze aufgehabt, da brauchst du sie nicht. Bevor wir oben waren, lag er schon im Bett und hat geschlafen. Mann, ich habe heute Nacht im Auto geschlafen. Da hast du kein Bett Liga, gekriegt, oder? Ja, Liga aufgebaut. Ich wollte mal schlafen, ohne jemanden zu hören, der schnarcht. Hi, Dave. Ich hätte sonst gemacht, ja, ich hätte die einfach getötet heute Nacht. Ich hätte mich da raufgesetzt mit dem Kissen und dann wäre sie tot gewesen. Da hab ich gesagt, scheiße Hund drauf, ich gehe ins Auto, Alter. Stresslevel war wieder hier. Ja, wir haben alle wieder zusammengeschissen heute Morgen, ehrlich. Da die Gläser werden sortiert, hier waren sich so viele Proben aufgerissen. So, einen habe ich noch auf dem Zettel heute. Das ist Mr. Beauty Carbs da hinten, ne? Kennen wir alle, ne? Ja, den, ja. Verrückten, ja. Den Verrückten, den Verrückten. Der gute Mann hat mich eingeladen an einen See, den er dieses Jahr offiziell eröffnen wird. Und ich habe die Erlaubnis bekommen, dass ich meinen hässlichen, verbeulten Körper da mal hinbewegen darf, um da einen Vlog zu drehen. Ich freue mich drauf. Genau. Willst du da schon mal ein bisschen Infos rausgeben? 10 Hektar Beauty Lake, 2 Angelstellen, maximal 4 Angler. Du kriegst einen Exklusiv mit mir
wenn ich Zeit habe. Bei der ganzen Arbeit. Alter, aber den schau ich ja mit meiner Leber an. Ich freue mich drauf. Und willst du den Jungs schon verraten, in welcher Region das hier ist? Ostthüringen. Ostthüringen. Zwei Betriebe mittlerweile, einen in Hessen, einen in Ostthüringen. Ja, dann muss ich aber verdammt weit fahren. Aber das tue ich gerne für dich. Das tue ich wirklich gerne für dich. Genau. Wie schön. Und wie war heute? Wie war heute die Messe für dich noch? Oder gestern heute? Sonntag ist allgemein bei mir nie so. Samstag war gut. Also die ganzen Gespräche und auch die Dekofische, die lebenden Fische. Alles gut. Alles gut. Wollte ich gerade sagen. Ich dachte, ich kann noch ein paar Fische filmen, aber du hast ja schon wieder nicht mehr. Nee, sogar die fünf Rotfedern sind noch verkauft. Also. Ja, als Hechtköder. Ich weiß nicht, die Pufferfische werden auch noch verkauft. Ich glaube das ja wohl nicht. Ja, Leute, ich danke dir. Ich danke. Ne? So, jetzt werden wir noch einmal mit den Paschmanns zappeln und dann werden wir nämlich anfangen, den Stand abzubauen. Da hinten geht es gleich die Tombola los. Man merkt die Aufbruchstimmung hier in der Halle. Ne? Wie jedes Jahr. Es geht los. Wir freuen uns auch, nach Hause zu fahren. Guck mal, jetzt ist auch schon wieder Feierabend. Der Tag ging so schnell rum, aber ich habe noch einen vor der Kamera für euch. Habt ihr das Video überhaupt bis zum Ende geguckt? Natürlich. Alter, Leute. Ich wollte eigentlich mal ein bisschen Werbung machen mit dir. Weil er und ich sind ja dieses Jahr wieder unterwegs ein paar Tage. Machen einen richtig geilen Roadtrip durch Deutschland. Das wird ein richtig fetter Streifen. Das wird anstrengend. Kamera ist dabei. Ey, aber nicht, dass ihr jetzt gleich wieder unter dem Video schreibt. Der arme Philipp. Ihr wisst gar nicht, was ich mit dem mitmachen muss. Wenn ich mit denen fertig bin mit Angeln, dann habe ich mindestens 10 Kilo weniger auf der Uhr, weil da ist kein Fleisch. Ganz genau. Wir kochen wieder schön vegetarisch für euch da draußen. Kaviar, Junge. Häppchen vor den Riesensteaks. Der macht mich fertig. Philipp. Komm gut nach Hause. Jo, mach's gut. Marc Vosen habe ich auch noch mal kurz vor euch mit der Kamera. Da ist er. Die beiden. Kommt noch mal ein bisschen dichter. Da werden die Frauen immer ganz narrisch hier in der Halle, wenn die sehen. Die siehst beiden. Du eine? Ganz narrisch. Ich habe jetzt auch nicht so viele mitbekommen, um ehrlich zu sein. Ja, echt nicht? Nee. Aber die da waren. Du hast es heute geschafft, bei der einen auf dem BH zu unterschreiben. Und das habe ich gesehen. Ja, na, BHs waren schon drei heute. Ah, das ist eigentlich so Schnitt bei mir. Ach komm, hör doch auf. Mhm. Aber die beiden werden immer wieder bestimmt im Business-Struggle hier, wie ich die beiden kenne. Deswegen werde ich sie mal alleine lassen und den werde ich mir gleich noch mal holen, weil gute Angler, schlechte Angler werden tausend Fragen sein, damit wir jetzt was fragen. Ist das okay für dich? Machen wir so. Guck mal an, wen ich hier gefunden habe. Ich spüre ihn schon. Guck ihn an. Ich spüre ihn schon. Der graue Keiler nenne ich ihn nur noch. Ja, merkt man. Das merkt man. Mark merkt man. Das ist der Inhaber vor der Firma. Guck mal, kennt ihr die? Der Mann der Eimer. Das ist er. Der großzügigste Mann der Messe, der 1000 Eimer verschenkt. Ja. Das muss man erstmal nachmachen. Und ich habe gehört, dass Brocke die nächstes Jahr voll macht, die 1000, die ich verschenke. Zum guten Preis, mit guten Ködern. Er macht leere Eimer. Preis, jetzt hau doch mal richtig einen raus. Ja, hau ich, ja. Okay. Das mache ich, denn wenn es soweit ist. So, jetzt werde ich mir trotzdem nochmal krallen. Er will es einfach nicht. Ich weiß, er ist kamerascheu, aber ich mache es auch mit Christopher. Jo. Ich weiß, dass viele Leute hier auf der Messe geredet haben, gute Angler, schlechte Angler. Du hast darüber ja einen Vortrag gemacht. Ja, ne? Ich bin guter, du bist schlechter. Ja, du wolltest mich ja nicht mehr haben auf der Messe. Nein, es ging in diesem Vortrag, ich wollte extra diese, ich sag mal, polarisierende Frage stellen, aber es ging mir eigentlich darum, die wahren Werte des Angelns darzulegen. Ne? Ich meine, wir selbst sind ziemlich ehrgeizige Hunde gewesen. Wir konnten uns oft stressen durch Vergleich und solche Themen. Und ich versuche das echt rauszureduzieren aus diesem Hobby. Ne? Und einfach wachzurütteln, dass wir eigentlich alle, egal ob Maurer oder Zahnarzt, uns in dieser Passion wiederfinden und vielleicht mal ein bisschen weniger vergleichen und haten sollten. Ich wollte mit dieser Fragestellung die Leute in den Vortrag locken und ich glaube, mir gelungen. Es war was los. Es wäre auf jeden Fall sehr viel Kuddelmuddel hier auf der Messe, weil alle, was will er uns damit sagen? Ist er der Überflieger? Jetzt habt ihr die Antwort dazu. Der Vortrag wurde mega gut angenommen. Und ich glaube auch, Christopher wird ihn bestimmt noch mal irgendwann wieder machen. Also, wenn ihr das nächste Mal irgendwie auf eine Messe kommt, Christopher ist da, guckt euch die Beiträge an und ihr habt mehr davon. Benjamin habe ich schon festgenagelt. Der kommt zum Tag der offenen Tür und wir machen wieder einen Beitrag. Ja, das sagt er jetzt schnell, damit ich kommen muss. Hab ich gerade. Der Vlog geht auch nächste Woche online. Ja, danke. Ole. Ja, Leute, das war die Messe Palenglehen. Ich hoffe, der Zusammenschnitt hat euch gefallen. Ich würde mal behaupten, in und out. Ich bin hier raus. Bis zum nächsten Mal.